Der Bund der Vertriebenen in Bonn hat unangenehme Nachrichten bekommen. Ausgerechnet diese Organisation, die im Ostblock als ein Sinnbild für Revanchismus gilt, soll eine DDR-Spionin beschäftigt haben. Sie gab ihren Namen mit Ursula Richter an. Als Alter nannte sie 52 Jahre. Seit dem Wochenende ist Frau Richter verschwunden. Hinter diesen Fenstern arbeitete sie jahrelang als Buchhalterin. Die Kollegen schildern sie als fleißig und energisch. Vertriebenen Präsident Chaya, der gegenwärtig auf Urlaub ist, hebt besonders die Willensstärke seiner Mitarbeiterin hervor, denn sie war zuckerkrank und beinamputiert. Ein Verdacht, Frau Richter könnte nach dem Verlassen ihrer Wohnung hier im Bonner Stadtteil Endenich in eine Hamburger Klinik gegangen sein, erwies sich heute als unrichtig. Vielmehr scheint alles auf eine nachrichtendienstliche Tätigkeit hinzudeuten. Denn in der Wohnung der Frau Richter wurden nach offiziellen Angaben verdächtige Behälter zum Transport von Aktenmaterial gefunden. Die Nachbarn in dieser abgelegenen Ecke der Bundeshauptstadt halten sich unterdessen öffentlich bedeckt. Die Nachrichten von dem Spionageverdacht mitten unter ihnen sind jedoch das Gesprächsthema Nummer 1. Und beim Bund der Vertriebenen rätselt man, was die Kollegin verraten haben könnte.